später nochmal erreichbar. Also wir sind schon in Sichtweite. Ja, ja, alles klar. Servus. Da habe ich Ihnen die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Prinzessin von Turn und Taxis. So, der Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes. Oh, hallo, Herr Stärk, grüß Gott. Ich dachte, Sie hätten heute. Nein, es war am Freitag. Aber trotzdem, gilt trotzdem. Dann vielen Dank. Nein, das ist aber. Ja, doch, aber. Ein bisschen mehr. Danke. Nein, wir gehen ja gleich noch zum Roten Kreuz. Ja, ja. So, jetzt darf ich Ihnen aber hier mal den Polizeipräsidenten von München vorstellen, Herrn Professor Schmidtbauer. So, wir machen gleich nochmal alles zusammen, aber jetzt darf ich. Professor Schmidtbauer, ein bisschen näher. Genau. Ja, wir können das ja alle gemeinsam auch am Foto machen. Aber ja, machen wir mit uns. Ja. Gott, so, also, hallo, grüße Gott. Das ist ja die Chefin hier. Das ist hervorragend, ja. Lieber Reiter, grüß Gott. Grüß Gott. Der Herr Reiter ist von Seiten der Landeshauptstadt München sozusagen der Chef der Wiesen. Der Wiese. Gerne in dieser Eigenschaft ein Gefäß überreichen, das hier so typisch ist. Gnadenlos, ja, den von diesem Jahr habe ich noch nicht. Ich habe, wie wir zusammen waren, da habe ich den von den Wiesen, den 2 Liter gekriegt. Doch, das ist natürlich sehr schön. Aber den muss man natürlich raus tun, ne, weil mit dem Abschachteln, das ist natürlich nichts. Ja. Genau. So. Ja, zum Saufen, ja. Don't drink too much. Wie sauf ich mit dem Polizeipräsidenten? Ne? Anstoßen, bitte. Genau. Genau. Anstoßen. Genau. Anstoßen. Prinzessin, komm mal dazu. Lassen Sie die beiden anstoßen. Aber erstmal. Jawohl. Ja, das passt schon doch. Genau, da. Ja. Wunderbar. Ja? Nichts drin. Okay. Nee, nichts drin, da müsst ihr die Polizei dafür sagen. Das traue ich mir nicht. Da gibt es gutes Mineralwasser. Da gibt es Wasser und Brot. Genau. Okay. Schauen Sie, probiert zuerst oder gleich so uns? Oder ich denke, wir gehen jetzt rein, machen Polizei, okay, dann machen wir Feuerwehr und dann machen wir Rotes Kreuz. Ja? Ist das okay? Gut. So. Vielen Dank, wir sehen uns. Sehr gerne. Ja, alles klar. Gut, jetzt würde ich vorschlagen, dass der Herr Polizeipräsident Schmidtbauer das Regiment übernimmt. Vielen Dank. Ja, Herr Minister, herzlich willkommen bei der Polizei auf der Wiesn. Wir machen während der Wiesnzeit eine gesonderte Polizeidienststelle. Diese Polizeidienststelle wird von allen Polizeiinspektionen aus München sozusagen personell gebildet. Jede Polizeiinspektion ist verpflichtet, dass sie eine Gruppe stellt hier, sodass wir 18 Gruppen und 5 Ergänzungsgruppen hier auf der Wiesn haben. Jede Polizeiinspektion ist auch verpflichtet, dass die Gruppe in voller Stärke da ist. Das heißt, wenn einer krank wird, muss er die Inspektion ersetzen. Und hier ist dann die Anlaufstelle, wenn der Wiesnbesuch nicht ganz so optimal verläuft, wie man sich das erhofft. Das ist gut. Ja, das können wir ja genauso. Das ist schon klar, was jetzt hier ist. Das sind ja die Löcher vom letzten Jahr noch dran. Das ist das Abzeichen der Beamten, die hier auf dem Oktoberfest sind. Und das hat sich in den letzten 5 Jahren so eingebürgert, dass ich als Innenminister während des Oktoberfestes dieses Polizeiabzeichen auch immer trage. Auch im Fernsehen. Jawohl. Gut. Ja, damit man auch Vorsicht. Jetzt wollen wir natürlich in der europäischen Familie nicht unbedingt eine diplomatische Verwicklung haben. Darum haben wir gedacht.
Ich bringe Ihnen auch noch eins mit. Ich will nur diesen edlen Anzug. Da kann ich auch die Gärtenlöcher des Vorjahres. Wir werden jetzt einmal irgendeinen Trachtensack um den Kopf müssen für den Minister, glaube ich. Danke sehr. Ich bescheid jetzt noch gut von unserem Minister Ruhnachmund. Ja, freilich. Freilich. Ja. Aufzeichnen. Wir können im gesamten öffentlichen Bereich, also nicht in den Zelten, das machen die Wirte selber, schon genommen jede wichtige Stelle einsehen. Also wo Sie reingekommen sind, das ist der Eingang. Das sage ich immer für die Guten und das ist der Eingang für die Bösen. Wir werden die Festgenommenen reingebracht. Wir werden von den Festnehmenden Beamten an, sage ich mal, an unsere Rezeption übergeben. Ja. Eine emotionale Trennung. Wie zum Beispiel dieser junge Herr jetzt. Der erfolgt die Aufnahme. Jemand wurde eine besondere Aggressivität hat. Dann werden die in Gewahrsam genommen vorbeugend. Und wir haben auch die Möglichkeit, Betretungsverbote aussprechen zu lassen. Damit sie diese Wiesen und nächste Wiesen nicht bekommen. Ich werde jetzt etwas gedrängt. Sie merken, mein Herz ist jetzt warten schon da. So. Das ist der Herr Thoman. Von der Berufsfeuerwehr, der wird dann die Führung übernehmen. So. Hallo, grüß Sie Gott, Herr Pitt. Grüß Gott. So. Wunderbar. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Feuerwehr München, eine Einrichtung der Kommune, also der Landeshauptstadt München. Also dort meine Führerscheintechnik. Die Feuerwehr ist keine staatliche Einrichtung in Bayern, sondern immer eine Einrichtung der Kommune. Wir haben das mal so gehabt, das ist gerade nicht staatlich. Gut, ja, bitte. Genau, ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir sind auf der Feuerwache 11 für die Zeit des Oktoberfestes. Das Feuerwehr. München hat normalerweise 10 Feuerwachen im Stadtgebiet. Und zur Zeit des Oktoberfestes haben wir eine 11. Wache. Das Personal, das sich hier draußen Dienst tut, teilt sich in 2 Gruppen. Wir haben die uniformierten Kollegen, die mit den entsprechenden Fahrzeugen, die Sie hinter sich sehen, hier als erste Eingreiftruppe direkt vor Ort sind. Weil das Entscheidende ist, hier draußen innerhalb sehr kurzer Zeit entsprechend vor Ort zu sein. Aufgrund der sehr engen Verhältnisse und der vielen Menschen, die sich hier aufhalten, müssen wir dementsprechend schnell sein und hier innerhalb von 30 Sekunden maximal auch ausrücken, um den Zeitvorteil nutzen zu können. So. Können wir vielleicht noch mal was erklären? Können wir auch gerne. So, ja. Wunderbar. Ein bisschen mehr, ja, weil ich höre. Danke. Sehr schön. So. Also das ist unser Standardfahrzeug, das wir knappe 60 Mal in München haben.
für alles geeignet. Ah, bitte nichts kaputt machen. Ist neu. Wir haben ja, heben wir mal alles aus. Wir haben ja sowohl vom normalen Löschangriff, wo sich auf der Rückseite noch mehr befindet, als auch zur technischen Hilfeleistung. Alles dabei. Unser Universalfahrzeug ergänzt durch entsprechende Spezialfahrzeuge. Genau. Auf diesem Fahrzeug ist die Standardbesatzung mit 6 Mann, die sich dann eben entsprechend mit Atemschutz ausrüsten und die ersten Maßnahmen am Einsatzort treffen. So, dann schauen wir mal kurz rein. Ich bin wahrscheinlich bei der Polizei gesehen mit entsprechender Funkausstattung. Als Besonderheit haben wir ein Telefonsystem hier, die Zentrale, mit der alle großen Betriebe auf dem Oktoberfest automatisch alarmiert werden können, wenn entsprechende Ereignisse wie Unwetter zu erwarten sind oder andere Schadensfälle eingetreten sind, um hier eine schnelle Information zu Das rote Telefon. Wirklich im wörtlichen Sinne. Um hier eine, ist auch losgelöst von allen anderen Telefonsystemen, komplett autark, um eine Ausfallsicherheit zu haben. Nein, das ist getrennt. Das geht dann über Telefonstandleitung direkt zu den Kollegen der Polizei. Schauen wir mal nach hinten. Diese Bereiche, wo zum Beispiel Rettungswagen bereitstehen. Und je nachdem, wo ein Schadensfall eintritt, dann möglichst schnell eingreifen. Als Besonderheit noch zu sehen, die Höhe von bestimmten Fahrgeschäften. Aufgrund der Höhe bis zu über 50 Meter teilweise spezielle Vorgehensweisen notwendig sind. Leiter des Arbeitskreises zur Regenkrise, der für sich selber diese Vorbereitung und die Organisation dann auch macht. Dann würde ich gerne noch den Herrn Verstappen vorstellen. Das ist der Vertreter von Herrn Masern und bei uns im Kreisverbandsvorstand auch für Katastrophenschutz, das heißt ein bisschen anders nochmal, gell? Genau, aber auch da zuständig. Und das sind sozusagen Mitarbeiter, die hier da auch turnusgemäß tätig sind. Ja. Dürfen wir mal die jungen Herrschaften zum Minister? Schauen wir mal kurz hierher bitte. Wo sitzen die Kreisvorsitzenden? In dieser Menschenmasse einen gewissen Klickschutz einfach. Ansonsten ist die medizinische Ausstattung im Prinzip genau wie beim Rettungswagen. Und auch die personelle Besetzung, es sind ausschließlich ehrenamtliche Kollegen. Dass es wirklich eine ganze bedrohliche Angelegenheit ist und es macht keinen Sinn, den Patienten erst hierher zu holen, dann würde man ein Fahrzeug reinholen. Mindig ezzel a járművel megyünk ki, amennyiben az ellenkezője van, akkor már a rendes autóval. Patienten kommen auf der anderen Seite rein und werden in dem Bereich durch den Arzt gesichtet, der festlegt, was mit dem Patienten passiert. Im Prinzip, jeder Patient wird durch den Arzt
behandelt. Also es wird immer ein Arzt zusätzlich hinzugezogen. Wir haben den normalen Behandlungsbereich in Wien am Krankenhaus und eine Notfläche. Was ist die 182 Stelle? So wenden wir das an die Etikette. Weil das ist natürlich unser Engpass. Also wenn wir das nicht ausfüllen, müssen wir schauen, dass wir die Einrichtung der Krankenhäuser ausfüllen. Und dann ist Brauereien, die irgendwo Kindlein überzählen. Haben wir es noch nicht?